Solche Bilder verderben vielen Verbrauchern den Appetit. Große Ställe mit vielen Tieren, wenig Platz, kein Auslauf ins Freie. So wird die Masse der Nutztiere in Deutschland gehalten. Aber mehr Tierwohl ist nur dann machbar, wenn der Staat den Landwirten Planungssicherheit gibt. Das heißt, wer heute einen Stall baut, muss sich darauf verlassen können, dass er den auch in 10, 20 Jahren noch gut nutzen kann. Und das Ganze muss sich rechnen für die Landwirte. Das fordern seit Jahren Fachleute wie Volkhard Isermeier, Präsident des Thünen-Instituts, einer Forschungseinrichtung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und die Landwirte werden nur dann in teure Produktionssysteme investieren, wenn sie wissen, sie bekommen eine Unterstützung bei der Investition, Investitionsförderung. Und sie werden auch später, wenn sie dann jährlich teurere Produktionskosten in Kauf nehmen müssen, auch durch eine Tierwohlprämie unterstützt. Mit einer solchen staatlichen Finanzierung ließe sich nach Isermeyers Schätzung in einem Zeitraum von 20 Jahren flächendeckend ein höherer Tierwohlstandard mit deutlich besserer Tiergesundheit realisieren. Der Deutsche Bauernverband forderte diese Woche von der Regierung 4 Milliarden Euro im Jahr, um bessere Ställe für Rinder und Schweine zu finanzieren. Es gibt auch noch deutlich höhere Schätzungen. Aber woher soll das Geld für mehr Tierwohl kommen? Ein Vorschlag aus der Wissenschaft: den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Fleisch- und Milchprodukte von 7% auf 19% anzuheben. Er muss eine Lösung finden, der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Er will weniger Tiere und mehr Platz in den Ställen. Ganz ohne höhere Preise für Fleisch wird das nicht gehen, warnt er. Ein System zu machen, das dafür sorgt, dass es mehr Klimaschutz gibt, dass es mehr Tierwohl gibt, dass die Bäuerinnen und Bauern besser davon verdienen. Das alles zu machen, und es kostet nichts, das wird, glaube ich, nicht gehen. Das habe ich noch nicht erfunden. Keine Ramschpreise mehr für Lebensmittel, so seine Forderung. Unabhängig davon, wie viel Geld genau nötig ist für bessere Ställe und wo es herkommt, in Fragen der Tierhaltung entscheiden immer häufiger die Gerichte. Und die Gerichte zwingen dann die Politik, das Fachrecht zu verschärfen. Und dann erhalten die Landwirte höhere Auflagen ohne zusätzliche Finanzierung. Und das führt schrittweise zur Abwanderung der Tierproduktion in andere EU-Mitgliedstaaten. Gerade im Schweinebereich hören schon viele Landwirte auf, statt in höhere Haltungsstufen zu investieren. Es braucht schnell Geld und eine gute Strategie für die Tiere, die Landwirte und die Verbraucher. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.